Ich begrüße Sie ganz herzlich den Vorstand der Öblanger Campusgruppe. Alles voran den Vorstand Gerd Planzer aus Öblanger. Erdbe begeistert, Erdbe verpflichtet. Erdbe begeistert, ja, es ist ein großer Schatz, den wir haben. Die österreichische Volkskultur. Aber wenn sie nur dokumentiert wird, wenn sie in Museen und Archiven aufbewahrt wird, dann wird sie nicht leben. Es müssen die Bräuche gelebt werden. Meine Damen und Herren, das Öblanger Kammerspiel gehört in die Gruppe der geistlichen Volksschauspiele, hat einen sozusagen auch einen erzieherischen, volksmittlerischen Hintergrund und zeichnet sich aber dadurch aus, dass wirklich der ganze Ort in diesem Campusspiel involviert ist und dass es nicht nur im öffentlichen Raum stattfindet, sondern auch das Schubenspiel in die einzelnen Häuser hineingetragen wird. Ich freue mich sehr, dass wir einen Vertreter aus Öblanger haben, begrüßen Herrn Langitzer. Das bitte auch ein Wort. Ja, ganz kurz. Herzliches Willkommen auch Frau Steiermark, ja, unsere oberösterreichischen Kollegen und Aufsichtspfleger. Wir nehmen das sehr wohl sehr ernst, sehen diese Auszeichnung natürlich mit großer Freude, aber auch mit der Verpflichtung. Verpflichtung, dass wir das weitertragen und auch unseren Kindern und Kindeskindern weiter verbinden wollen. Auch muss ein wenig gehalten werden, sonst kommt es. Das ist uns allen bewusst geworden. Es ist nicht immer einfach, aber es freut mich dennoch, dass auch, ich glaube, das sieht auch die UNESCO, immer mehr Leute und Vereine die Kinder pflegen und damit auch wirklich das kulturelle Leben bereichern. Und dann geht nochmal herzlichen Dank an die Kommission, dass wir es auch in diesen erlaubten Kreis geschafft haben und meine Gratulation auch für den Kanal der anderen ausgezeichneten. Danke. Good morning.